Ja, na schön, hier hast du 20 Münzen. Siehst du das Haus da vorne, wo die ganzen Typen davor stehen? Da war ich schon. Ja, was ist damit? Die sind alle tot. Siehst du die Leichen nicht? Das Haus steht eigentlich schon seit langem leer, aber das stimmt nicht. Es ist eine tödliche Falle. Oh, meine Stimme. Mensch. Ich habe von einem Kumpel gehört, dass wenn man da reingeht, machen die schnell die Türe zu und dann kommt da so ein komischer Kerl rein, der dich umbringt. Und wenn er fertig ist, kommt der Bastard und holt sich noch dein Geld. Ja, so ist das. Und so werden Babys gemacht. Was? Ja. Oh man, hört sich gefährlich an, ich danke dir. Naja. Ah, oh, die EP habe ich mitgenommen. Schon wieder? Na, wie viel gibt's denn davon? Hau ab oder stirb! Mhm. Stirbst du schon oder lebst du noch? So, wieder mal ein paar Leute abgeschnettet. Zwei Regenerationstränke. Oh, haben wir ganz schön viele davon. Guck mal, oh, wir haben so viele Magietränke. Scheint, als wir keine Heilung mit dem haben, sonst könnten wir die Magietränke da verbrauchen. Mal endlich mal. Oh, schau nicht so blöd. Du siehst scheiße aus. Hast du was verloren? Ich glaube nicht. Also hau ab. So Stempel reinhauen. Hey du, hat ihn nur gesagt, dass das hier das Territorium der Black Asher Gang ist. Ja, schmeißt noch mit mehr Gegnern, noch mehr, ja, Gegnern sowieso, noch mehr mit englischen Begriffen um dich. Nun, hab ich mir doch gedacht, naja, damit, weil du neu, nee, was? Damit, weil du neu bist, aber es auch nächstes Mal lernen sollst, hacken wir dir nur einen Finger oder eine Zeh ab. Na, was auf sein? Ach ja, ich mache euch einen noch viel besseren Vorschlag. Ihr macht, dass ihr wegkommt und ich lasse euch am Leben, na? Sehr witzig. Los, schnappt euch den Kerl. Ja, noch, ey. Da machen wir hier die ganze Räuberpopulation jetzt, wieder im Mädchen oder was. Und ich brauche mal ein bisschen Platz. Ja, komm mal her, so. Komm mal alle schön einer nach dem anderen her. Da kann ich euch am besten abschlachten. Weil das andere ist es hier nicht. Das ist nur eine reine Schnetzelorgie. Mehr ist das nicht. Ich brauche mal HP, glaube ich. Ja, wäre angebracht. Die ziehen auch relativ viel ab. Ist da noch einer? Ah, zwei. Ja, komm her. Komm zu Papa. So, ja, die KI lässt sich auch übelst leicht austricksen. Hört ihr das? Scheint gerade so, als ob jemand in der Kirche ist. Wieso? Ich höre nichts. Jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich bin mir absolut sicher. Ich habe Rufe und Trümmerlaute Was sind Trümmerlaute? Hä? Das, wie hört sich Trümmerlaute an? Na egal, gehört, wenn man da bloß reinkäme. Vielleicht finde ich ja einen... Wenn ich... Was? Vielleicht finde ich ja einen was? Wenn ich umsehe. Auch die Dialoge werden immer schlimmer. Oh, nee. Alter Mann. Bist du ein Dieb? Nein. Na dann nicht so gut. Ich bin ein Dieb. Zwei große Eintränke. Hallo. Bist du ein Dieb? Ja. Nein, dann ist er gut. Nee, ich habe ihm trotzdem die Tricks geklaut. Einfach mal so. Und nun. Hier war die Kirche. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Keine Ahnung. Hey, Kumpel, soll ich dir mal einen wichtigen Rat geben? Was denn für einen? Du befindest dich gerade im Gebiet der Black Ashes Gang. Vorher hieß es noch Black Asher und jetzt einmal Black Ashes. Und? Die mögen es gar nicht, wenn irgendwelche wohlhabenden Typen wie du durch die Stadt spazieren. Die machen kurzen Prozess. Durch die Dialoge. Ach ja, ich bin aber nicht wohlhabend. Egal ob du es bist, du siehst aus und das ist das Einzige, was zählt. Ja. Und wenn ich aussehe wie ein Bettler,
aber stinkreich bin und auf einmal mit Geld um mich schmeiße, mich dann immer noch Bettler. Makes sense. Sagt, was ist das für ein Gebäude? Das ist ein Vorposten, Euer Majestät. Ne, Eure Majestät, König Eduard. Wir vertreten das Gesetz für ihn in dieser Stadt. Ihr seid tolle Wachenmänner, nicht mal vertreten und Gesetz richtig sagen könnt. Sagt bla. Bla 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 bla. Wir vertreten wieder das Gesetz. Wir vertreten es euch ab. Nee. Und nun die Waffe. Halt! Zutritt nur für Wachen und Boten. Aber es ist wirklich wichtig. Ihr wisst schon meinen Gesichtsausdruck. Ich muss dem König mal so richtig. Ja, das kennen wir hier zu Genüge. Ja, und wo jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. War ich denn schon überall? Yeah. So, was hat nochmal der Pfarrer gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. Was bin ich jetzt mit euch in irgendwas? Und nein, noch nichts. Gerade rein. In dem Gegenstand sonst nichts. Ah ja, gut. Vielleicht irgendwas von Serus gehört oder gesehen. Wenn der mal kommt, gehen wir weiter umsehen. Was sagst du? Na, ich glaube euch. Ja, auch nichts besonders. Bekleiderei mit irgendwelchen Gangsterpöbel, aber sonst nichts. Ich habe eine Schaltplatte geschluckt. Ah ja. Irgendwas von Serus gehört. Nein, ich glaube, Ehe mich mal weiter umsehen. Na, was soll ich jetzt sagen? Ein Schlafen oder sowas? Nee, nein, natürlich nicht. Wir stehen ja auch nur ein paar Betten, ne? Die können die auch bloß nicht heilen oder sowas. Alles, Meh. Ich habe schon mal vergessen, wo ich hin sollte. Weil ich die Stadt erkundet habe und dann auf einmal. Weil ich die Dumme irgendwie räumt. Nö, nee, natürlich nicht. Sag mal. Stopp. Da wollte ich hin. Ach nee, okay. Das sah aus, als würde man das betreten, weil das so komisch aussieht, aber na gut. Warum kann ich mein Schwert nicht ziehen? Na, jetzt geht's auf. Hä? Was war das denn jetzt auf einmal? Ich kann nicht mein Schwert auf einmal nicht mehr ziehen. Ah, jetzt schon wieder. Warum funktioniert das nicht? Was ist das denn? Kann ich das lesen? Nee. Nee, hier waren wir ja schon. Ja, toll. Was war das? Was hast du Hund mit unseren Freunden gemacht? Die sind selber schuld. Was? Ach, die Dialoge. Die sind selber schuld. Geht und euch wird nichts geschehen. Achso, es ist schon richtig. Zu spät. Los, töten wir ihn. Guck mal, ich habe keinen Schwert gezogen, kann trotzdem angreifen. Ich habe Schwertklinge an meinen Händen. Ich bin Wolverine. Ach ja. Ah, jetzt geht's wieder. Wo ich das. Selbst das Schwertzieh-Skript ist buggy. Das gibt's doch nicht. Würde mich überraschen. Eine Sequenz. Was macht denn ein Troll hier? Das ist der Kerl, der auf Fury. Fury. Das heißt auf einmal Fury. Fury Island unsere Leute und unseren König umgebracht hat. Das ist also dieser Patrick, ja? Da hast du dir aber ganz schön was geleistet, Börschchen. Du wirst hier und jetzt sterben. Das kannst du dir hoffentlich denken. Jarek! Vielleicht sind wir schon mal begegnet, aber egal. Das heute wird das erste Mal sein. Das wirst du sterben, du Schweinehund.
Okay. Ja. Okay, er hält ein bisschen mehr aus als der Standard-Noob, aber du hast mich in die Lunge gehackt. Mir in die Lunge gehackt. Du elender Bastard, hast mir in die Lunge gehackt. Gnade, bitte. Wenn er ihm in die Lunge gehackt hat, wieso lebt er denn eigentlich noch? Er müsste eigentlich ersticken, oder? Ich weiß ja nicht, wie die Lunge und ob die Lunge noch funktioniert, wenn man in die Lunge sticht. Aber irgendwie macht das für mich nicht sehr viel Sinn, abgesehen davon, dass man da sowieso verbluten sollte. Hast du bei den zerhackten und verschwundenen Menschen, die du in dein kleines Haus gelockt hast, auch nur einmal Mitleid gezeigt? Ich glaube nicht. Deshalb wirst du jetzt sterben, wie ein kleiner, dreckiger, feiger Mörder. Ja. Oh mein Gott, nein, bitte nicht, nein! So wird Mordred auch sterben. Was schön aber, dass du damit kein Deut besser bist als alle anderen Bösewichte auf dieser verdammten Scheißwelt. Komm, ich kann auf den Tisch laufen. Ja, ich kann den auf den Tisch laufen, auf den Tisch laufen. Aber das Spiel wird ja immer schlechter. Was habe ich vor ein paar Parts noch gesagt? Irgendwie in der ersten Aufnahme, wo man frei erkunden konnte. Das freie Erkunden macht Spaß. Ja. Ja, macht es das? Macht es das? Nein, macht es nicht. Es ist einfach nur. Hallo, TP. Ja, wieder Final Fantasy 8. Klammer auf, seufzt Klammer zu. Ich habe mir gedacht, dass Jarek diese Flasche schon wieder versagt. Naja, egal. Trotzdem, durch die stammt nicht nur der Trollkönig, sondern auch unsere Handelsbeziehungen mit ihm und dafür musst du sterben. Was? Ihr habt doch alle Familien, weshalb. Ihr habt doch alle Familien. Weshalb riskiert ihr dann euer Leben für diesen toten Schweinehund? Tut euch zusammen und ihr werdet lange frei vom König und Verfolgung. Treue Menschen? Niemals. Wir könnten einander nie tolerieren. Badusch. Tolerieren, ne? Ja, ja. Genug geredet. Lasst uns kämpfen. Oh ja. Oh ja. Da machen mich übertrieben viele. Ne? Ah ja. Geil. So, dich, du Boss, dich werde ich mir als erstes verknüpfen. Oh, das sind überhaupt nicht übertrieben viele, ne? Überhaupt nicht. Scheiße. Oh, einer tot schon mal. Oh Gott, sind das viele. Ich glaube, ich mache nur noch den einen Kampf hier und dann mache ich Schluss, weil dann ist es schon 11. Ungefähr. Ich hasse es eigentlich, gekesselt zu werden bei dem KS. Das ist einfach nur räudig. So, wieder einer tot. Oh Gott. Oh, nein. Ah. Meine Milz. Meine Leber. Ah, das ist so räudig gerade. Aber nicht mehr so unendlich viele Heiltränke, das ist das Problem. Müssen ein bisschen aufpassen hier. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist doch nur einigermaßen gute Stelle, sagt ihr, und wurde von einem Troll vermöbelt. Wenn ich hier verrecke. Ja, dreifach fünfmal abspeichern. Das bringt ja auch was. Da fühle ich mich aber sicherer. So. Irgendwelche Truhen in dem Gebiet, die ich öffnen sollte, bevor ich die töte? Nein. Nein, Troll, komm mal her. Du scheiß Troll. So. Oh, mein Freund. Komm her. Hallo? Ich treffe 3, 4, 5 Mal und er trifft einmal. Ist noch die HP 8, wie sieht er mit den ab 62? 9 oder nee, noch nicht mal. Okay, ich halte einiges aus und er ist tot. Sehr schön. Yeah. Okay. Pap. Aha. Okay. Ha, gleich habe ich ihn soweit. Wenn er dann legt, nehme ich ihn gnadenlos aus. Ich sehe das, ich sehe so geknickt aus. Ach, das Leben ist zu hart zu mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Machen Sie das Bestmöglichste daraus. Das ist das Einzige, was ich Ihnen raten kann. Ja,
Verdammt, siehst du nicht, dass ich gerade am Gewinn bin? Stimme ich also nicht? Okay, Leute, ich mache aber erstmal hier Schluss. Wir gucken uns das nächste Mal an. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Blood Soul auf Tistran LP. Ich bin euer Claykun und wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen, Leute, auf Wiedersehen.